Wer im Internet mit seiner Kreditkarte bezahlt oder am Online-Banking teilnimmt, der kennt das. Oben in der Zeile erscheinen die Buchstaben HTTPS. Das bedeutet, es wird eine verschlüsselte Verbindung benutzt, die die Daten des Nutzers vor neugierigen Mitlesern schützen soll. Aber die neuesten Enthüllungen im Geheimdienstskandal zeigen, sowohl die amerikanische NSA als auch der britische GCHQ sind offenbar in der Lage, solche Verschlüsselungssysteme zu knacken oder zu umgehen. Das berichten New York Times und Guardian und berufen sich dabei einmal mehr auf Dokumente des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Snowden. Was in einer privaten E-Mail steht, soll auch privat bleiben. Absichern sollen dies Online-Verschlüsselungen. Doch der US-Geheimdienst NSA sowie der britische Geheimdienst sollen eine Möglichkeit gefunden haben, das Sicherheitssystem zu umgehen und zu knacken. Sie haben zum einen versucht, Sicherheitslücken in Software zu finden und die möglichst auch offen zu halten, damit sie da reingehen können. Sie haben versucht, Anbieter dazu zu überreden, Hintertürchen aufzumachen. Sie haben drittens versucht, Anbieter zu überreden, ihnen auch die Schlüssel zu verraten. Und sie haben aber auch sehr leistungsfähige Computer, um solche Schlüssel zu knacken im Bedarfsfall. Die neuesten Informationen sollen auf Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden basieren. Dabei sollen nicht nur systematisch E-Mails eingesehen, sondern auch Bankgeschäfte kontrolliert und Chats beobachtet werden. Wie groß der Umfang der eingesehenen Daten ist, ist bisher noch nicht klar. Für Internetbenutzer ist die Konsequenz ganz klar. Es gibt keine sicheren Ecken im Internet. Wenn NSA und Co. unbedingt wollen, dann können sie anscheinend alles entschlüsseln und mitlesen, mit entsprechendem Aufwand zwar, aber man kann sich wirklich nirgendwo 100% sicher fühlen. Das NSA-Spähprogramm mit dem Codenamen Bullrun gehört den Enthüllungen zufolge zu den größten und teuersten Projekten der Behörde.